Moin Moin, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der HSV-Karriere. Ja, tatsächlich geht dieses Projekt noch weiter. Es wird aber bald ein Ende haben. Ja, aber ich habe gesagt, ich ziehe dieses Projekt durch und dann mache ich das auch. Es werden in Zukunft bestimmt noch weitere Projekte bei mir kommen. Nicht mehr auf die Xbox ist verkauft. Ich werde, wenn denn, auf der PlayStation zocken. Ja, wir haben ordentlich was vor. Ich will die Saison eigentlich irgendwie durchknallen noch. Ich habe gerade ein paar Verträge gemacht. Dazu muss ich was sagen. Jakobs kann ich nicht verlängern, weil er eigentlich wechseln möchte. Kleindienst hört nach der Saison auf. Mikkel, ja, er ist eine Legende. Ich würde ihn wahrscheinlich sogar noch verlängern. Habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Bredlo hat ein Jahr mehr. Gleiches Gehalt. Alles gut. Becker habe ich ein bisschen weniger Gehalt und ein Jahr Vertrag. David passte noch. Schonlau ein Jahr Vertrag und jetzt muss ich schauen. Ein bisschen weniger Gehalt, aber nur minimal. Muheim hat noch Vertrag. Das bleibt erstmal so. Das bleibt auch. Das bleibt auch. Mal schauen, wen hatten wir noch? Muslia. Muslia 2 Jahre und etwas weniger Gehalt. Ist auch okay. Hoti 2 Jahre und ein bisschen mehr Gehalt, weil er sich auch verbessert hat. Wen haben wir noch? Oliveira habe ich auch verlängert. 2 Jahre, bisschen mehr Cash wollte er haben. Ja, das Gefüge passt nicht mehr ganz, wenn ich mir überlege, dass ein Jansen 14,5 verdient und ein Oliveira 12. Das ist ein bisschen unfair, da muss ich wahrscheinlich dann nochmal ran und den Vertrag auch anpassen. Er ist auch ein bisschen unzufrieden mit seinem Vertrag. Pass auf, wir gehen direkt in die Verhandlungen rein. Und ja, Rolle im Kader. Wichtig, er war auch noch auf Rotation, das passte auch nicht. Keine Verlängerung, das lassen wir. Weil er hat ja noch fast 4 Jahre Vertrag. Er möchte ein bisschen mehr Cash. Und das nehme ich auch einfach so an. Das passt. Ich glaube, denn ist er auch happy, genau. Sehr gut. Köhler, 3 Jahre Vertrag. Glaube ich, für mich, genau, 3 Jahre. Und hat eine Freigabesumme von 24 Millionen. Ich glaube, das ist absolut okay. Marktwert ist, also mehr als doppelter Marktwert. Jung, auch Freigabesumme von 12,9 Millionen. Auch das Dreifache vom Marktwert. Alles gut. Hat einen Vertrag für 3 Jahre bekommen und Gehalt echt human. Ich glaube, sein Vertrag müsste auch nochmal angepasst werden, aber kriegt jetzt 11k, aber er hat auch noch keine Leistung gezeigt, also mal abwarten. Ole Schmidt habe ich 4 Jahre, Freigabesumme 9,1, dreifacher Marktwert, ein bisschen weniger, finde ich auch top. Also mit den Verträgen bin ich zufrieden. Status, ja gut, das ist, ja, Armin müsste man vielleicht auch nochmal schauen. Wobei, er kriegt gutes Geld, hat eine Freigabesumme, eigentlich fast 3 Jahre Vertrag. Ein bisschen gierig, meiner Meinung nach. Status. 6,37 und weiterverkauft 20%, okay. Was haben wir denn da Wildes ausgehandelt? Kleindienst auch immer noch 9,1 Millionen. Das wird niemand bezahlen. Wer ist denn hier im Marktwert? Technisch richtig abgegangen. Ja, Schonlau natürlich runtergegangen. Hat irgendjemand Marktwert gewonnen, ne? 22. Ja, okay, alles klar. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche eigentlich, ich will eigentlich nur noch einen Keeper haben. Ansonsten finde ich, ist unsere Truppe so, wie sie ist, sehr gut. Wir sind jetzt ja auch nicht irgendwie hier Real Madrid. Ich bin am Überlegen, hier Brian Araujo zu holen. Portugiese, 28. Haben wir irgendwie ein gutes, habe ich irgendwie ein gutes Feeling bei. Bredlo ist top, keine Frage. Aber nicht mehr der Jüngste. Und mit Portugiesen im Tor haben wir eigentlich gute Erfahrung gemacht. Habe ich irgendwie ein gutes Feeling. Ist auch 1,88 groß. So wie Heuer Fernandes. Von daher, das lasse ich mir noch mal so offen. Alle anderen sind hier zu gut. Ich will so, wir spielen ja schließlich 3 Wettbewerbe.
Bredlo soll in der Liga auf jeden Fall spielen und in der Champions League müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht. Transferangebot für Jung, Manchester United, alles klar. Wenn jemand die Freigabesumme bezahlt, würde ich ihn gehen lassen, aber sonst jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Bayern muss man immer drüber nachdenken, aber wir haben. Nein, warum noch ein Problem aufgehen lassen? Wir haben jetzt einen an die Bayern verkauft. Das ist nämlich hier unser Marvin Jacobs. So. Nee, der andere Jacobs. Ah, ich komme hier schon durcheinander mit den Namen. Genua. Nein, will ich auch nicht. Der Kader steht soweit. Wir gehen rein in den ersten Spieltag. Kleindienst, was will er? Ich denke drüber nach. Dubratan, ja. Haben wir schon eine Tabelle? In der. Wir spielen, glaube ich, Europa League. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht die Ligaspiele teilweise simuliere und nur die internationalen Spiele spiele. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich Wenn weiß es es noch Fragen nicht gibt, genau. dürfen Sie die jetzt stellen. Weil das wird alles sehr knackig hier. Ja, er muss pushen. Vielleicht hat er ja doch noch mal irgendwann Bock, hier zu bleiben und zu verlängern. Und das war Ich es warte nicht. mal ab, was passiert. Wir gehen rein, Aufstellung. Spielen im 4-4-1-1 oder 4-4-2, je nachdem. Ist auch völlig Banane. Wir gehen rein, Muslia Jakobs. Jungschmidt Jatta. Obwohl Jatta. Jatta auf der. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Jatta lasse ich mal mit. Ja, das wird interessant. Die jungen Spieler, die wollen natürlich. Und das wird schon schwierig. Erster Spieltag in dieser neuen Saison. Die letzte Saison war so geil. Also müssen wir irgendwie daran anknüpfen. Und ja, ich denke mal, ich werde die Spiele, sag ich mal, bis auf die Tor-Highlights vielleicht etwas kürzer schneiden. Ich weiß es noch nicht. Das war natürlich. Oh, ich habe lange kein FIFA mehr gespielt. Ich merke das gerade. Ganz lange. Oh, Crespi. Oh, Preto ist da. Das ist schon. Das war schon wieder saugefährlich. Kurze Ecke natürlich. Ah, den sollte er nach vorne schlagen, aber na gut. Gut geholt. Muslia, jetzt hat er Platz. Jetzt kann er mal nach vorne durchstecken. Keiner mit. Erster Abschluss. Keiner, der wirklich schwierig ist. Boah, schon wieder so ein Ding. Muss Lia wieder. Guter Ball auf Becker. Becker jetzt mal. Muss er besser bringen. Ah, Willems, kleines Foul, aber ja, auch nichts. Gut gelöst da. Und jetzt Königsdörfer nochmal auf Becker. Ja. Bringt ihn rein.
Boah, gut gemacht. Da von Janssen. War das Janssen? Ne, Jakobs war das. Über 30 habe ich gesehen. Königsdörfer bringt ihn rein. Boah! Also man muss wirklich sagen, im Moment sind wir wirklich sehr gut gerade. Aber die Konter von Freiburg sind sehr, sehr gefährlich. Oh, gut gemacht. Schade, leider ein bisschen... Bisschen unschön gespielt, bisschen un. Weg damit, ja, sehr gut. Boah, da ist Bredlo am Start. Einmal rüber auf Muheim. Faul, gelbe Karte vielleicht. Ja, gelbe Karte, aber alles kein Problem. Bringen wir mal rein die Pille. Ja, war gefährlich auf dem zweiten. Erste Halbzeit ist gleich um. Nicht schlecht. Erste Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man so weitermachen. Boah, wichtig. Ja, ganz rüber Königsdörfer. Sehr gut. Königsdörfer kann jetzt mal. Ja, wird aber abgedrängt. Gutes Ding. Oh. Knapp dran vorbei. Becker ist mit vorne im 16er gewesen. Das ist auch interessant. Kurzer Abstoß. Guter Ball auf Janssen. Das hat den drin. 1-0. HSV in der 70. Minute. Geil gemacht. Sehr gut gemacht. Guter Pass. Ich weiß gar nicht, wer den Pass gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist doch egal. Erstes Saisontor. Thies Janssen. Und dann auch schönes Ding gleich. Willems geht raus. Und Königsdörfer gehen raus. Dafür kommen jetzt rein Armin und jetzt muss ich überlegen. Jetzt habe ich das natürlich wieder vergessen, weil ich dumm bin. Ja, da und Armin, genau. Auf dem Flügel. Positionsgetreue Wechsel. Oh, Armin jetzt. Jetzt kann er gehen. Direkt erste Aktion nach seinem Wechsel. Oh, Tor. 2-0. Das war ein Doppelschlag. Bisschen Glück gehabt. Armin aber super gut
mitgezogen, Konter gemacht und dann diese Finte und dann auf den kurzen Pfosten, auf die kurze Ecke. Okay, da, zack, kurz, war gefährlich, abgeprallt in der Mitte, Rosenfelder oder Rosenfeld, wie er heißt, nicht dran. Und dann Jansen. Eiskalt, 2-0. 71. und 77. Jetzt nochmal Jansen, Rosenfelder kann da nicht mit. 3-0, dreimal Jansen. Was ist da los gewesen? Das ist brutal. Das ist einfach brutal. Unfassbar, Dreierpack. Geht jetzt auch raus. Lupenreiner Hattrick in 11 Minuten. 11 Minuten, ja, ja, selten, selten. Das ist ein Auftakt nach Maß. Kleindienst kommt rein, Bruce kommt rein und Fofana. Und oh nein. Kleindienst, Armin. Ja, kann man nochmal schicken, Armin. Kleindienst in der Mitte kann man natürlich auch hoch anspielen. 4-0, Jatta. Armin auf Jatta. Was ist hier los? Was ist denn das? 4-0. Brutal. In der 91. Also die Wechsel haben auf jeden Fall was gebracht. Guter Chipper da von Armin. Denken eigentlich, rechnen eigentlich alle eher damit, dass sein Kleindienst vorne drin ist. 4-0, Heimsieg. Das war mal eine erfolgreiche zweite Halbzeit und da bin ich mir echt mal gespannt auf die Leistung. Wer da, ja, Jansen, Armin, Muslia. Mal gucken, Armin noch eine Vorlage, Muslia zwei Vorlagen, Jatta ein Tor. Jansen natürlich. Brutal, Muheim brutal. Bredlo auch sehr, sehr stark. Gute Dinger gehalten, wichtige Dinger. Vicic nicht so gut. Becker solide. Willems gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. War jetzt noch nicht so das beste Spiel von ihm. Wir haben ein paar Chat-Nachrichten. Du hast doch gespielt, du Bastard. Transferangebot für Jung. Ach, halt doch die Fresse. Gleich mal das Derby gegen die Bremer. Ah, wir haben Fujiwara noch. Boah, das ist natürlich krass, ne? Und Undav. Undav auf der Transferliste. Hier sind natürlich geile Spieler dabei, aber im Moment mit der Truppe, bin ich ganz ehrlich, brauchen wir da gar nichts rotieren. Brighton kann auch mal weggehen. Auch Bredlo wird nicht verkauft, ja. Ole Schmidt packe ich mal mit in die Truppe rein. Ja, das wird jetzt natürlich immer wieder das Ding sein, dass wir hier diese Rotationsprobleme haben. Und da werde ich jetzt auch mal direkt Willems für Schmidt. Köhler lassen wir auch erstmal. Wobei Köhler könnten wir mal für Königsdörfer reinknallen. Wir gehen rein. Nächstes Spiel gegen die Bremer. Auswärts. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Das erste Spiel ging gut los. Gleich eine sehr, sehr wichtige Aktion, dass der nicht reingegangen ist. Tor für die Bremer, 1-0 in der 6. Minute durch Justo.
Das ist halt wieder so Klassiker. Ja, die Bremer schlecht gestartet. Wir gegen eine Mannschaft, sag ich mal, Freiburg, die. Oh, Alter. Fast hier wieder. Fast Doppelschlag. Muheim jetzt mal. Armin, ja, in der Defensive ist es fast eine Fünferkette, glaube ich, bei den Bremern. Abschluss. Gefährlich. Klären sie raus. David. Becker jetzt. Muslia. Schade. Ja, da muss denn so ein richtiger Brecher rein. Also wenn er, keine Ahnung, jetzt ein Rüdiger oder sowas, der hätte das Ding wahrscheinlich sowas von reingefetzt. Ja, da muss schon noch jetzt schon abgehen. Da noch hinterher kommt Mondi. Oh, das war knapp, fast aus. Repo ist da, der heute schon in der Gesicht greifen musste. Das ist natürlich... Boah. Was ist hier los? Heidewitzka, Bremen ist richtig on fire. Alter, Bremen ist... Junge. Liegt noch einer von den Bremern am Boden. Kalimundo verletzt. Aber kein Foul oder dergleichen. Fofana geht jetzt mal ab. Hat genug. Bringt das Ding. Schade. Eigentlich eine gute Hereingabe, aber zu dicht ans Tor. Oh, zum Glück geht der rein, nicht rein. Also erste Halbzeit ist gar nichts von uns. Erste Halbzeit ist einfach ein kompletter Totalausfall. Das ist nix. Das ist nix. Das war auch nix. Also jetzt gerade denke ich mir so, wo ist das? Ist ein anderer, also Bremen spielt ganz anders. Hard. Hard auf her. Bremen spielt ganz anders als die Freiburger. Machen das. Ja, spielen einfach komplett anders. Bredlo! Wieder Bredlo. Erste Halbzeit fast vorbei. Jetzt Jakobs. Auf Janssen. Aber Janssen, er kommt auch einfach nicht durch. Der jetzt muss ja irgendwie mit ein bisschen Glück. Fofana. Fofana! Leute, Leute, ey, das ist brutal. Dieses Spiel hier. 1-0 für die Bremer gerade noch. Das ist noch schmeichelhaft. Noch schmeichelhaft. Es hätte auch gut und gerne schon 2 oder 3-0 stehen können. Ne? Also 9-3 Schüsse. Brauche ich gar nicht drauf einzugehen. Wir haben Anschluss. Ich lasse es erstmal so. Aber halte mir die ersten Wechsel, sage ich mal, innerhalb der nächsten 10, 15 Minuten auf jeden Fall offen, wenn sich das hier nicht. Wenn sich das hier nicht bessert. Da Köhler jetzt mal. Auch gar nicht in Erscheinung gekommen. Mein Abschluss. Köhler. Will sich auch mal zeigen. Verdammt. Ja, ein guter Pass eigentlich von Köhler. Ja, warum köpft er ihn nicht direkt? Das
Sehr gut gemacht davon Fofana. Zu viel Schnickschnack. Fofana. Junge. Also so muss ich ganz ehrlich sagen, Fofana und Ivicic sehe ich da ehrlich gesagt gerade auf der Doppel-6. Abschluss, ja. Alles nicht das Gelbe vom Ei hier heute. Ja, muss er ziehen, das Foul, gelbe Karte, Fofana. Ne, nicht mal eine gelbe Karte. Okay, war... Aber echt an der Grenze. Schonlau geht raus. Dafür kommt dann Ruti. Ah. 1-0 Niederlage gegen Bremen. In Bremen. Völlig zu Recht. 12 zu 6 Schüsse. Das ist wenig. Das ist, naja, nicht gar nichts. Aber es ist schon nicht so geil. Jetzt geht's rein gegen Dortmund. Die haben natürlich 6 Punkte. Marvin Melem, den habe ich auch noch auf der Liste. Oh, der ist jetzt bei Hull City. Der war letztens noch ohne Verein. Jetzt Bender mit einer 70. Brutaler Typ. Oder 71 sogar. Florian Müller auf der Liste hier bei den Freiburgern, aber ist die Premiere. Ja, alles gut. Ole Schmidt. Vielleicht werde ich den Araujo noch holen. Ich bin unentschlossen, weil wir haben eigentlich ja so einen geilen Mittelland. Patrick Güler, 14 Millionen. Lehnen wir natürlich ab. Wenn jemand die Freigabesumme bezahlt, dann ist es so. Ich werde den Keeper jetzt holen. Weil ich glaube, dass ein Kurs auf der Bank... Wir gucken mal, welche Rolle er möchte. Wir gucken mal, welche Rolle er möchte. Wenn er eine vernünftige Rolle haben will... Ah, dann könnte ich mir das vorstellen. Rolle im Kader. Wir machen mal Rotation. Er möchte wichtig. Aber Kroos ist halt auch, hat nur eine 68. Wir machen mal wichtig. 3 Jahre. Keine Freigabesumme, ist auch top. Er möchte 20. Ich biete mal. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, wie viel Marktwert er hat. 18k. Ja, okay. Also einen zweiten Torhüter. Ich sag mal so. Muss man schon haben. Ist jetzt nicht so, dass. Wir haben eine lange Saison mit sehr, sehr vielen Spielen. Also. Warum nicht auch noch einen zweiten guten Keeper haben? Welche Nummer hat er? Die 13, ja, die finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ja, 0 Euro wissen wir doch alle. Komm halt's Maul, nerv mich nicht. Bredlo hat eine 72 und er... Eine 71, guter Teamspieler. Mal gucken, wie das unser Kos finden wird. Aber ich könnte mir bei dem sogar vorstellen, dass ich Kos, dass ich ihn jetzt sogar nochmal auf die Abgabeliste packe. Weil wir haben ja noch sonst Mikkel. Schau mal, Luka Mavinga zu Leverkusen. Boah, was sind das für Transfers wieder?
Kammerwinger 126 Millionen zu Leverkusen. Alter Schwede. Krank. Atubolu. Kriegen wir noch ein Angebot für unseren Keeper? Für Kos? Kriegen wir noch eins? Nein, wir leihen auch einen Oliveira nicht mehr aus. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Jakobs und auch... Nö, nö. Also alles nicht. Brentford, Vilcic. Nach einer guten Saison, so direkt, wenn ich noch Zeit zum Plan hätte, dann wäre das auf jeden Fall ein Transfer, wo ich gesagt habe, ja, warum nicht, warum nicht. Aber so haben wir, glaube ich, keinen Druck. Kos, geänderter. Jetzt sind auch die Gruppen ausgelost. Kos möchte wechseln. Ziele, ja, im Moment gerade schon schwach. Lodi. Ja, das. Also wir haben jetzt gerade einen Profit von 85 Millionen, aber zwei Schlüsselspieler verpflichten. Ich weiß nicht, wo der da schon wieder sieht. Das ist doch ein, dieses Kack-Spiel tatsächlich. Zwei deutsche Spieler holen. Ja. Jugendakademie. Vielleicht können wir da ja nochmal Mannschaft. Wo haben wir denn hier? Büro. Wo haben wir die Scheiße denn jetzt? Ah, Jugendstab. Meine Fresse. Wir holen nochmal deutsche junge Spieler. Position alles. Zack. Lassen wir den einfach nochmal scouten. Und jetzt werden wir das erste Mal simulieren. Schnellsimulation. Wir werden das alles mal so lassen. Zack, 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 zack. Dann gehen wir rein. Schnellsimulation gegen Dortmund und 0-3. Es ging so gut los. Mit einem schönen 4-0. Gegen die Freiburger. Ja. Die Freiburger sind halt auch schlecht reingestartet. Vielleicht war das auch kein Maßstab. Ich will jetzt mal in die Gruppe reingucken. Europa League. Wir sind mit Real, Betis, Ajax und Apoel FC in einer Gruppe. Interessante Gruppen. Interessante Gruppen. Ja, alles hier. Ganz viel Gedöns. Vielleicht wird das auch relativ an Cut-mäßig hier laufen. Ich weiß es noch nicht. Flügelspiel Heidenheim. Schnell Simulation. 1-3. Yes. Geil. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet nach zwei Niederlagen in Folge. Erstes Spiel Apoel, das muss ich selber zocken, weil das ist wirklich... Tristan Bierlik, ja, alles gut, 2 Monate, ah, das ist doch scheiße. Jung ist jetzt schon abgefuckt. Die soll mich nicht abfucken hier. Königsdörfer ist jetzt erstmal raus, aber dafür haben wir ja Optionen. Jung werde ich mal mitnehmen. Oh, Kleindienst verdient jetzt aber auch immer weiter, ne? Jetzt können wir mal ein bisschen durchrotieren. Wir sehen jetzt schon das Problem, was wir haben, dass die Spieler natürlich auch schnell platt sind. Heimspiel. Wir werden auf jeden Fall uns vorher einmal pushen und dann in das Spiel reingehen gegen Apoel. Das war die falsche Antwort. Das wollte ich so eigentlich nicht. So,
Das war eigentlich jetzt nicht mein Plan. Da habe ich die falsche Antwort ausgewählt. Egal. So, wir werden vorne ein bisschen rotieren. Ja, komm's. Zack, zack, zack. Fofana. Und Araujo, wobei er hat ja weniger, also Hechten, fangen sich ja Reflexe. Position Reflexe. Wir lassen das mal, wir lassen Bredlo mal im Tor. Ich will denen das auch einfach gönnen, dass die Leute, die diese ganze Zeit beim HSV waren, ja. Dazu gehört für mich auch ein Jatta, dass der einfach da von Anfang an rangeht. Bruce von Anfang an spielen lassen heute. Genau, weil die sich das hart erarbeitet haben über die letzten Saisons, über die letzten Jahre. Dementsprechend lasse ich das mal so. Erstes Gruppenspiel in der Europa League. Ich habe jetzt gerade ein bisschen forsch weggedrückt, ehrlich gesagt. Das war gar nicht so meine Mission. Das ist natürlich jetzt auch eine Belohnung für die Leute. Ein David, ein Schonlau, ein Muheim. Holy shit! Ein Jatta. Oh, aber Apoel macht das sehr, sehr gut gerade. Wir sind nervös. Wir sind ganz, ganz nervös, weil wir das erste internationale Pflichtspiel seit, ich weiß gar nicht, wann der HSV das letzte Mal hatte. Aber jetzt Jatta. Ja, da, Druck, Abschluss, erster Torschuss. Und gleich muss Lia, kommt da ran zur Ecke. Janssen. Muslia! Das war knapp. Das war ganz knapp. Fast das erste Tor für den HSV in der Oberliga. Es wäre ja so schön, das in echt mal wieder zu sehen, ey. Aber bis das passiert, das dauert noch sehr, sehr lange, wenn es überhaupt wieder passiert. Ja, Janssen. Da ist das Ding! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Muslia! Oh mein Gott, was war das? Den muss er doch, den muss er einfach nur aufs Tor bringen. Weiß er selbst, aber tschüss, Bruder. Nach der anfänglichen Nervosität kommen wir hier wirklich gut ins Spiel. Gut. Bredlo ist wirklich eine Macht. Also ihn aufzustellen, das war wirklich kein Fehler. Guter Ball auf Janssen. Janssen. Da ist das Ding. Erstes Tor in Europa League für den HSV in der 53. Minute. Und wer macht's? Natürlich Thies Janssen. Wer, wenn nicht Thies Janssen? Es ist doch, also es ist unfassbar. Der Typ hat eine bärenstarke Saison, jetzt schon sein viertes Pflichtspieltor, glaube ich, wenn nicht sogar mehr. Wahnsinn. Geil. 1:0. So muss es weitergehen. Ich hoffe, so geht's weiter.
Das war nicht so geplant. Muslia. Jetzt kann er mal gehen, aber er hat keinen Spieler, der wirklich irgendwie mitkommt. Deswegen brechen wir jetzt mal ab hier. Jung und Köhler werden gleich kommen. Einfach mal ein bisschen frischer Wind, junge Power. Dynamik. Nuhan, Kovalenko geht auf rechts durch, aber ungefährlich. Was können wir da? Ah. Das ist heute irgendwie alles nicht so ganz geil. Ohne so richtig den letzten Dampf. Ja, Armin muss hier gehen runter. Jung und Kühler kommen rein. Beide auch wirklich eigene Jugend. Junge Spieler. Da ist Kühler direkt am Ball. Jansen, schickt den Jung. Jung, da ist das Ding drin. Was ein Schuss, was ein Tor. 71. Minute, was Ding. Was? Was? Köhler. Auf. Jansen. Der auf die 31. Wow, und den schweißt er aber. Den schweißt er ein. Brutales Tor. Jansen geht runter. Kleindienst kommt rein. Kleindienst international. Wahnsinns Ding. 2:0. Das bewegt mich nochmal dazu zu wechseln. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich werde den Huti bringen. Weil der muss auch spielen, sonst wird es hier schnell wieder ungemütlich im Verein. David geht runter. Kapitän Schonlau bleibt natürlich drauf. Auch wenn man da sagen muss, von der Stärke natürlich wäre es eigentlich cleverer, Schonlau runterzunehmen und einen David drauf zu lassen. Aber egal. Köhler jetzt. Köhler scheitert. Am guten Keeper. Jung kriegt den Ball. Ecke. Ah, okay, das war scheiße. Huti vorne mit drin. Oh, Kleindienst. 3:0, Kleindienst. Let's go. Heimsieg in der Europa League. Auftakt geglückt. Den Chip, der da schön, schlänzt er ja schön rein. Kleinen setzt sich gut durch aus ja, guten 11, 12 Metern. Schön rechts rein. Auch gut für sein Ego. 84. Minute. Hier ist alles klar. Hier ist der Sack auf jeden Fall sowas von zu. Jung nochmal auf Kleindienst. Kleindienst. Kleindienst geht los und... Oh mein Gott. Abseits. Gut, das ist vielleicht ein 4:0 wäre jetzt ein bisschen hart gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ergebnis ist gut für uns, aber ich fand, APOEL hat das stellenweise sehr gut gemacht und es ist schwer gemacht. Dementsprechend ist das Ding jetzt gleich durch. Köhler, Ball, 3:0 Heimsieg. Und das ist geil. Der Auftakt in die Königsklasse, wollte ich gerade schon sagen. 16:5, also 3:0 ist absolut souverän. Trotzdem, teilweise gefährliche Chancen hatten sie.
Bundesliga gegen Frankfurt. Jatta macht sich ein bisschen Vorwürfe. Wir gehen mal auf den Plan. Danach kommt nämlich Düsseldorf. Und dann kommt auch Düsseldorf im Pokal. Wir gehen rein in die Jansen. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass wir hier das ein bisschen umändern. Ich werde hier mal den Schmidt nehmen. Mitnehmen. So, alter Schwede. Jatta. Schnellsimulation gegen Frankfurt. Boah, 2-3 verloren. Scheiße. Also Bundesliga. Im Moment so ein bisschen im Mittelfeld da. So, also 77. Minute läuft. Es steht 0-0, ihr seht es. Und ganz ehrlich, erste Pokalrunde aus geht gar nicht. Deswegen, ich werde hier gleich eingreifen. Nämlich genau jetzt, in der 82. Minute. Ivicic hat das Ding auf dem Fuß. Jung hat einen guten Schuss. Ah, das war natürlich jetzt so eine Sache. Ah. Rodriguez, jetzt machen wir mal. Wir haben inzwischen auch ein paar Mal gewechselt. Wie gesagt, haben nicht unsere beste Elf auf dem Platz, aber das ist halt. Verdammt, das ist halt im Pokal, denke ich mal, in der ersten Runde auch völlig okay. Und wir haben einen guten Gegner abgekriegt in der ersten Runde. Hätten es auch leichter haben können. Araujo ist da. Unser neuer Keeper. Köhler. Ja. Guter Ball da auf Becker. Becker. Und so geil gespielt. 1-0. Durch Amin. Let's go. Jetzt hat sich die Aufnahme kurz verabschiedet. Gut rausgespielt. Da wechseln wir gleich. Armin geht nochmal raus. Jansen kommt rein. Aber das müsste es gewesen sein. Let's go. Aufnahme hat sich nicht verabschiedet, weil es schon zu lang war. Wenn er Xbox ist, ist ja immer nach einer Stunde wird er immer. Roddy, können Sie aufhören? Danke. Nach einer Stunde wird er immer abgehakt. Ist auch ätzend. Aber egal. Ey, das war ein Kampfspiel. Das war ein absolutes Kampfspiel. Deswegen. Zum Glück haben wir das Ding geholt hier. Wir haben wieder ein paar Nachrichten. Du bekommst deine Chance, Wallner, ja. Spieltag, wir gehen natürlich wieder rein. Machen aber die Schnellsimu. Und dann ist die erste Folge hier auch wieder gleich vorbei. Das ist natürlich jetzt eine sehr lange Folge, aber ich glaube, es ist auch eine geile Folge, von daher. Irgendwie. Oh, Muheim ist auf eine 80 hoch. Brutal. 2-0. Let's go. Das ist auch ein schöner Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, es geht so weiter. In der Bundesliga ist es. Ja, wir gönnen uns nochmal einen Blick auf die Tabelle in der Bundesliga. Wir sind Achter. Nächstes Spiel gegen die Bayern. Die sind Sechster. Oh, es ist alles noch sehr. Okay, 3 Spiele gewonnen, 3 Spiele verloren, 11-8. Gegen die Bayern kann es wieder bitter werden, danach Hertha dran. Dann haben wir Gladbach, die sind auch bei uns um die Ecke. Also, let's go, wir gucken. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen. Ciao.